Wir sprechen jetzt mit Margaret Kennedy, Architekturdozentin in der Universität Hannover. Würden Sie sich bitte etwas näher vorstellen, also mehr und Ihre Arbeit? Ja, ich habe bis vor 5 Jahren habe ich also praktisch Architektur praktiziert und in verschiedenen Zusammenhängen ökologische Projekte initiiert, zum Beispiel in Berlin in der Internationalen Bauausstellung. Und über das Thema Ökologie bin ich an ein Thema gekommen, was mich dann lange Zeit aus der Architektur heraus interessiert hat. Und zwar ist es das Thema Geld, was eigentlich zuerst mal mit Architektur und Städtebau, was ich bis dahin studiert hatte, gar nicht viel zu tun hat. Aber es war so, dass die ökologischen Projekte, die wir in Berlin im Rahmen der Internationalen Bauausstellung versucht haben zu initiieren, den Hintergrund hatten, dass es natürlich Modellprojekte waren, die man dann in breiterem Umfang später noch in anderen Zusammenhängen auch nachvollziehen und auch wiederholen können sollte. Und dann fiel mir auf, dass bei jedem Vortrag, den ich hielt über unsere Projekte, die Leute hinterher immer zu mir sagten, das ist ja alles wunderbar und das finden wir auch sehr schön, was ihr da machen, aber das rechnet sich nicht. Es rechnet sich ja nicht. Und da habe ich immer gesagt, ja, wieso kommt es, dass etwas, was alle richtig finden und wichtig finden und auch im Grunde für das Überleben der Menschheit wichtig ist, dass man das offensichtlich ökonomisch nicht machen kann. Und an dieser Frage habe ich ziemlich lange geknackt, bis zu einem Punkt, wo ich dann mal zufällig, in Anführungsstrichen, es ist mir zugefallen, einen Mann namens Helmut Kreutz gehört habe in einem Vortrag, der übrigens auch Architekt ist und dann zum Wirtschaftsjournalisten und heute zum Ökonomen sich praktisch selbst weitergebildet hat und der aus einer ganz anderen Sichtweise auf dasselbe Problem gestoßen ist, nämlich der hat einfach irgendwann aus der wirtschaftlichen Sicht festgestellt, dass das, was wir heute als Geld- und Bodenrecht haben, praktisch eine Unmöglichkeit darstellt. Und als ich das verstanden habe, was er sagte, da ist mir klar geworden, warum die Ökologie und die Ökonomie heute einfach nicht miteinander in Ausgleich zu bringen sind. Also jetzt haben Sie mir vielleicht eine Frage vorweggenommen, die gesellschaftlichen Kernprobleme, welche sind da? Ja, für mich gehört zu den gesellschaftlichen Kernproblemen schon eine ganze Reihe von Problemen und nicht nur dieses Geldproblem. Dazu gehört meines Erachtens das Geldrecht, das Bodenrecht und dass sich heute in den Preisen für Produkte nicht die ökologische Wahrheit ausdrückt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu kommt natürlich, dass sich unsere Verhaltensweisen ändern müssen als gesellschaftliche Masse, könnte man sagen, wenn sich also nicht die große Masse der Bevölkerung dazu bequemt, eine andere Art von Verhalten an den Tag zu legen, also anders mit den natürlichen Ressourcen umzugehen, mit dem, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, dann sind wir ja über kurz oder lang wirklich am Ende. Wir verbrauchen heute als ein Viertel der Menschheit, 3/4 der Welt Ressourcen und das kann auf gar keinen Fall weitergehen. Also es gibt da eine ganze Reihe von Problemen. Ich beschäftige mich da mit Architekten jetzt auszubilden und Leute, die auch in den Städtebau arbeiten und bin davon überzeugt, dass eigentlich das, was ich jetzt in diesem Fachbereich versuche, in jedem anderen Fachbereich der Universität genauso parallel dazu angegangen werden müsste. Und das sind eigentlich die Überlebensfragen der Menschheit. Können wir diese ökologische Umdenken und Umschwenken noch vollziehen? Haben wir überhaupt noch die Zeit? Und welches sind die Hauptknackpunkte, an denen wir arbeiten müssen? Ich denke, eine ganz wichtige Sache ist die Energiepolitik. In der Beziehung, finde ich, ist das Buch von Hermann Scheer, die Sonnenstrategie,
Politik ohne Alternative ist für mich eines der Kernbücher und beleuchtet eines der Kernprobleme, dass wir also wegkommen müssen von, wirklich total wegkommen müssen von fossilen, von Verbrauch fossiler Energien und uns absolut ganz geradlinig und sehr schnell bequemen müssen, die Sonnenenergie anzuzapfen. Und zu diesem Bereich können natürlich Architekten eine Menge beitragen. Darüber hinaus ist das Wasser der ganze Wasserhaushalt, unsere absurde Verschwendung von Wasser ein riesiges Problem. Und dann die Art und Weise, wie wir mit Materialien umgehen, wie wir mit Abfällen umgehen, wie unklug wir diese wirklich kostbaren Ressourcen, die unsere Kinder ja auch noch brauchen, verschwenden heutzutage. Das sind so einige der Hauptprobleme. Natürlich in der Architektur ein ganz wichtiger Punkt, die Verwendung von baubiologischen Materialien, also von biologischen, von guten Materialien für unsere Gesundheit, wie auch für die Recyclingfähigkeit, wie auch für die Dauerhaftigkeit und von Häusern. Das sind so für mich im Moment ganz wichtige Fragen, aber ich denke, dass dazu natürlich noch kommt der ganze Bereich von Wissenschaft, wie Wissenschaft überhaupt heutzutage gefördert wird, wie sie wie bestimmt wird, welche Themen wissenschaftlich bearbeitet werden. Also ich will damit nur sagen, es gibt eine ganze Reihe von Problemen und mit einigen beschäftige ich mich halt intensiver und mit anderen weniger intensiv. Und dieses Thema Geld hat mich einige Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und dann habe ich also dieses Buch dazu geschrieben und seitdem gehe ich wieder zurück in meinen eigentlichen Beruf, der Architektur und Städtebau heißt, und beschäftige mich dort mit den ökologischen Fragen. Aber ich denke, dieses Thema Geld, wie ich es sehe, ist eben ein ökologisches Problem eigentlich für die Ökologen, die das bearbeiten müssten, aber im Wesentlichen nicht tun. Jetzt sind ja unsere Wirtschaft irgendwo so ausgerichtet oder so konzipiert, dass sie so unter Sachzwängen steht, dass sie eigentlich sich so verhalten muss. Sie kann ja gar nicht anders. Das sehe ich anders. Ich denke, dass jeder an dem Ort, an dem er steht, ein sehr großes Maß an Freiheit hat und dass das Muss eigentlich, es gibt für mich kein Muss. Es gibt immer nur eine Entscheidung, wie will ich die Welt sehen und an welchen Projekten möchte ich arbeiten, wo will ich meine Energie einbringen? Ja, könnte man nicht die Ursache für die ökologischen Verschwendungen in der Konkurrenz finden? Also, weil unsere Wirtschaft beruht ja auf Partnerschaft, auf Moment, Arbeitsteilung. Ja. Und die geht ja immer Hand in Hand. Und die muss ja beide Seiten zufriedenstellen. Auf der anderen Seite predigt man Konkurrenz, also zieht den anderen über den Tisch. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Also ich denke, dass wir Kooperation und Konkurrenz auch in ein anderes Verhältnis bringen müssen. Das ist völlig richtig. Da ist mit Sicherheit ein ganz großes Problem. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man die Konkurrenz im Wirtschaftsbereich eben auch nicht ausschließen, sonst kommt man unweigerlich zu planwirtschaftlichen Verhältnissen. Und aber ich glaube, dass wir im Moment schon zu anderen Wirtschaftsformen kommen. Wenn man sich heute mal anguckt, wo wirklich kreative Wirtschaftsbereiche sind, die auf Kreativität beruhen, dort muss man den Menschen einfach andere Möglichkeiten zur Arbeit und zur Entwicklung ihrer Kreativität bieten, als sie im 19. Jahrhundert dem Anfang der Industrialisierung vorgefunden wurden. Und ich denke, wir sind einfach in einer wirklichen Umbruchsphase im Moment, wo wir gucken müssen, auf der einen Seite, dass wir uns nicht weltweit abschotten, also dass wir nicht anfangen jetzt meinetwegen, dass die reichen Länder sich gegen die Armen abgrenzen. Auf der anderen Seite, dass der Übergang, dass die Industrie, dass das, was die dort nachzuholen haben, und um das sozusagen auf unser Niveau zu bringen,
vom Wohlstand her, erfordert einfach ganz andere Technologien, die diese Länder zum großen Teil nicht bezahlen können, die wir entwickeln und die wir auf irgendeine Art und Weise diesen Ländern zur Verfügung stellen müssen in unserem eigenen Interesse. Verstehen Sie, was ich meine? Weil wenn China zum Beispiel auf die Art und Weise industrialisiert wird, wie wir es im Moment sind, ist das das Ende der Welt. Das heißt, wir müssen in unserem eigenen Interesse zu ganz anderen partnerschaftlichen Formen der Kooperation finden, als sie im Moment in unseren westlichen Ländern üblich sind. Weil wir sonst als Menschheit nicht überleben werden. Und ich glaube, dass wir am Übergang sind zu einer Gesellschaft, wie heißt die, Elisabeth Saturi hat ein Buch geschrieben, der Human Journey from Chaos to Cosmos, also die menschliche Reise vom Chaos zum Kosmos, in dem sie beschreibt, wie eigentlich vor jeder grundsätzlichen Veränderung im Rahmen der Evolution immer eine große Krise stattgefunden hat. Und ich glaube, in dieser Krisensituation sind wir im Moment. Und wir müssen lernen, zusammenzuarbeiten, weltweit als Menschheit, wie die Zellen unseres Körpers zusammenarbeiten. Man muss sich mal vorstellen, wenn wir nur eine Minute so, unser Körper sich so benehmen würde, wie wir uns miteinander im Wirtschaftsleben benehmen, wäre das Ende unseres Körpers sozusagen. Und ich denke, wir sind auf diesem Weg. Das ist also meine Beobachtung in meiner Lebenszeit, in den 50 Jahren, die ich jetzt auf dieser Erde hier lebe, ist einfach, dass dieser brutale Konkurrenzkampf, wie wir ihn dann also nach dem Krieg hier wieder voll haben, wieder auferstehen lassen und der also sich ja praktisch jetzt über die ganze Welt zieht, und dass der in den letzten Jahren auch von den führenden Wirtschaftsleuten immer mehr in Frage gestellt wird. Und wir müssen zu einem anderen Verhältnis untereinander kommen, unter den Menschen. Wir müssen zu einem anderen Verhältnis zwischen Arm und Reich kommen und wir müssen zu einem anderen Verhältnis zwischen Mann und Frau kommen. Und ich denke, die drei Dinge hängen ganz eng zusammen. Jetzt hängt ja diese Verschwendung oder die Ressourcenverschwendung auch mit dem Geldproblem zusammen. Oder ja, das ist eins. Das ist eines der wesentlichen Stücke in diesem Puzzle, die wir lösen müssen. Und der. Oder ich frage vielleicht noch etwas allgemeiner, was ist Geld erstmal? Erstmal, was ist Geld? Ja, Geld ist eigentlich eine Vereinbarung, dass das, was ich Ihnen hier als Papierschein hinüberreiche und wo eine Zahl draufsteht, 100, dass Sie das als 100 D-Mark oder 100 Dollar oder sonst was akzeptieren. Also zuerst mal ist es eine Akzeptanz, eine Vereinbarung, dass wir sagen, dieser Schein ist so und so viel wert. Und indem dieser Schein jetzt benutzt wird, um bestimmte Dinge zu zahlen, ist er gleichzeitig eine Art Wertmaßstab und es ist ein Wertspeicher, den man aufheben kann. Also wenn Sie jetzt meinetwegen irgendwo hinfahren und Sie wollen da was einkaufen, dann haben Sie Geld in der Tasche und das ist ein Wertspeicher, den Sie jetzt aus diesem Wertspeicher zahlen Sie irgendwelche Produkte, die Sie dann dafür bekommen. Und es ist natürlich das Genialste daran ist eben, dass es ein Tauschmittel ist, was sehr leicht ist und was man bei sich trägt und was man in alle möglichen Dinge, die man braucht, zu essen, anzukleiden, zu wohnen oder was auch immer, umtauschen kann. Und es ist eben ein sehr viel genialeres Mittel als der direkte Tausch von Waren. Es hat ja mal einen Mann namens Proudhon gegeben, der versucht hat, die Tauschgerechtigkeit dadurch herzustellen, dass er große Märkte sozusagen wiederherstellen wollte, wieder einführen wollte, wo die Menschen kamen und das, was sie hatten, miteinander direkt tauschten. Und das ist natürlich eine unglaublich umständliche Art, miteinander in wirtschaftlichen Kontakt zu treten. Und da ist das Geld halt wirklich eine ganz geniale Lösung dieses Tauschproblems. Bloß leider ist eben das, was wir als Geld haben, ein, wie Dieter Suhr das genannt hat, suboptimales Tauschmittel, weil es tatsächlich nicht nur den Tausch fördern kann, sondern den Tausch auch behindern kann. Und es kann den Tausch dadurch behindern, dass einer das Geld in der Tasche behält und nicht hergibt. Jetzt werden Sie gleich sagen,
aber mit der Inflation verliert er doch dann. Es hat Zeiten gegeben, wo das Geld eben noch in Goldmünzen, aus Goldmünzen bestand, und zu dieser Zeit hat er eben nicht verloren. Und diese Art von Zurückhalten des Geldes und damit den Markt praktisch lahmlegen, lässt sich derjenige, der das jetzt verleiht, um jemand anders zu helfen, seine Tauschvorgänge oder zu produzieren, zu verkaufen und so weiter, bezahlen, indem er dafür eine Belohnung erwartet, dass er diesem jemand anders dieses Geld leiht. Und diese Belohnung, diese Prämie, die man dafür bekommt, nennt sich Zins. Und dieses Zinssystem, was es eben praktisch heute seit 3000 Jahren gibt, ist tatsächlich eines der großen Probleme, die wir sozial, politisch, also es spielt eigentlich in alles hier rein, ökologisch und so weiter haben. Wieso ist das Geld oder der Umgang mit Geld oder die Zinsen eine Ursache für soziale Ungerechtigkeit? Man könnte ja vielleicht annehmen, dass sich das gegenseitig etwas ausgleicht oder dass es vielleicht nur die großen Unternehmen betrifft und der normale Arbeitnehmer, wie man ihn nennt, hat ja hoffentlich keine Schulden, teilweise wenigstens, ja. Also ich muss da auf Helmut Kreutz zurückgreifen und seine ausgezeichneten Grafiken, die das ziemlich klar machen. Also einerseits, diese sind im Grunde anhand von vier Grafiken kann man das wirkliche Grundproblem des heutigen Geldes, des Geldsystems darstellen. Einmal diese Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Wachstumsarten, vom natürlichen Wachstum, dem zum Beispiel unser Körper unterliegt. Wir hören ja ab einer bestimmten Größe auf, ab einer bestimmten Größe auf zu wachsen. Und dann dieses lineare Wachstum, was mechanischen Grundgesetzen unterliegt. Und dann letztlich dieses exponentielle Wachstum, das sogenannte Krebswachstum, welches genau andersherum verläuft, nämlich zuerst sehr langsam und dann immer schneller und letztlich in einem fast senkrechten Wachstum endet. Und dieses exponentielle Wachstum kommt halt im physischen Bereich in der Natur dort vor, wo die Dinge aus der Ordnung sind. Diese Elefantenherde in einem Park, wo die geschützt ist und praktisch gut zu fressen hat, vermehrt sich exponentiell und ruiniert damit letztlich ihre Lebensbasis. Das heißt, wenn dann die größte Anzahl von Elefanten da ist, die dort fressen können und alles aufgefressen haben, fällt diese Kurve eben senkrecht runter, weil danach nichts mehr da ist und die einfach absterben. Das ist also dieses exponentielle Wachstum. Im Krebs ist es genau dasselbe. Der Krebs, aus einer Zelle werden 2, 4, 8, 16, 32. Letztendlich wächst der Krebs bis zu einem Punkt, wo er nicht mehr wachsen kann und wo praktisch er selbst und der Gesamtorganismus, auf dem er wächst, zugrunde gehen. Das heißt, an dem Punkt des Sieges dieser Kurve geht auch der Gastorganismus, auf dem dieses Wachstum stattfindet, mit zugrunde. Und dieses, der Wirtsorganismus. Der Wirtsorganismus, könnte man sagen. Der Gastgeber. Letztlich sind wir das. Wir dulden an unserem sozialen Organismus dieses krebsartige Wachstum des Zinses und Zinseszinses. Und dieses eine Beispiel macht es also doch sehr deutlich, wenn man also einen Pfennig zur Zeit der Geburt von Jesus Christus angelegt hätte und den mit 5% verzinst hätte, könnte man im Jahre 1990 mit dem Geld, was dieser eine Pfennig inzwischen durch den Zins und Zinseszins geworden wäre, 134 Milliarden Kugeln vom Gold, vom Gewicht dieser Erde kaufen. Das heißt, das kann jeder in seinem Computer nachrechnen heutzutage. Das heißt, zwischen der mathematischen Unmöglichkeit eines andauernden Zinsbezuges und der wirtschaftlichen Notwendigkeit auf der anderen Seite gibt es einen unüberbrückbaren Widerspruch, der in der Vergangenheit, seit es dieses Geldsystem gibt und in der Gegenwart wieder,
immer zu riesigen Problemen führt und meistens durch entweder soziale Revolutionen oder Kriege oder wirtschaftliche Zusammenbrüche gelöst wurde. Das ist allerdings heute, wo dieses Geldsystem weltweit funktioniert, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir brauchen dann solche kleineren Zusammenbrüche, wie wir es 1987 gab es ja mal so einen Börsenkrach und so in der Form irgendwelche Währungseinschnitte, wo plötzlich Währungen wie bei der Währungsreform neu definiert werden, wahrscheinlich in absehbarer Zukunft immer und immer wieder. In jüdischen Gemeinden wurde dieses Problem dadurch gelöst, dass man alle 7 Jahre ein Jahr hatte, wo die Schulden alle erlassen wurden und alle 49, also 7 mal 7 Jahre, hatte man ein Halljahr, wo auch das gesamte Land wieder zurückgegeben wurde an die Gemeinschaft. Und diese beiden Einrichtungen haben es praktisch erstens mal, sagen wir mal, unrentabel gemacht, kann man sagen, unmäßig viel Geld zu horten, weil ja, wenn man also das wieder verliehen hatte, um es anzulegen, das praktisch nach 7 Jahren weg war. Und auf der anderen Seite hat es auch diesen Besitz von Ländereien, einen unglaublich konzentrierten Besitz von Ländereien in den Händen von wenigen Leuten genauso überflüssig gemacht, weil die ja praktisch, wenn sie dann ein halbes Jahrhundert gelebt hatten, das wieder zurückgeben mussten an die ganze Gemeinschaft. Aber das waren sehr weise Einrichtungen. Und letzten Endes wäre ein Schuldenerlass der Länder der Dritten Welt heutzutage, was ja von Herrhausen, dem Chef der Deutschen Bank, der leider ermordet wurde vor einigen Jahren, auch ganz öffentlich vorgeschlagen wurde, das wäre heute nichts anderes als die Anwendung dieses Prinzips, was in der Geschichte tatsächlich als eines der wenigen funktioniert hat. Und mein Vorschlag ist natürlich, dass man sich erstmal klar wird, es gibt ja noch weitere Probleme. Also der Zins ist heute eben im Grunde genommen ein exponentielles Wachstum in jedem Fall. Egal, ob man mit 1% Zins, dann dauert es halt 72 Jahre, bei 3% dauert es 24 Jahre, bis sich ein Vermögen verdoppelt, bei 6% 12 Jahre und bei 12% 6 Jahre. Das heißt, selbst beim niedrigsten Zinssatz kommt man noch unweigerlich natürlich über einen längeren Zeitraum zu ganz gravierenden Problemen. Und wenn man natürlich 12% Zinsen hat oder 15%, wie es unter Reagan in Amerika bezahlt wurde, nachdem Reagan als Präsident gewählt wurde, dann heißt das, dass Amerika innerhalb von 5 Jahren der Welt all den Anlegern, die aus der ganzen Welt das in Anführungsstriche überflüssige Geld in Amerika angelegt hatten, mehr als das Doppelte hätte zurückzahlen müssen. Und das war natürlich überhaupt nicht möglich, weil das Geld in erster Linie noch in die Rüstung gegangen ist. Und letztlich ist die Rüstung ein nicht produktiver Sektor. Das heißt, es schafft ja keine Werte in dem Sinne. Aber es hat halt unglaubliche Gewinnspannen und eignet sich hervorragend, um Geld anzulegen, aber immer nur unter diesem kurzfristigen Gesichtspunkt. Das heißt, alles, was heutzutage wirtschaftlich ist, muss ja mit der zinsschaffenden Kraft des Geldes konkurrieren. Wenn Sie einen Sonnenkollektor haben, der meinetwegen 2% im Jahr Ihnen an Rendite gibt oder 3%, und Sie müssen das Geld leihen für 9%, dann haben Sie halt 7 oder 6% verloren. Wenn Sie es nicht leihen müssen, das Geld, und haben das Geld zur Verfügung, könnten es aber auf die Bank bringen und kriegten 6% dafür, dann haben Sie immer noch 4 oder 3% verloren. Und dann können Sie sich als Individuum natürlich entschließen, sich unwirtschaftlich zu verhalten. Und das tun viele immer wieder, weil sie sagen, das ist eine volkswirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Investition. Aber die Wirtschaft insgesamt kann sich natürlich so nicht verhalten. Das heißt, der Zins stellt praktisch so eine Schwelle dar, und nur das, was letztlich mehr als die Zinsen einbringt, wird auf Dauer gesehen produziert werden können.
Und das ist sozusagen das Unökologische am Zins, dass eigentlich das Wachstum eines Baumes, was ja einer natürlichen Wachstumskurve folgt und irgendwann aufhört, mit dem exponentiellen des Wachstums des Zinses, des Geldes, des Geldsystems auf Dauer nicht Schritt halten kann. Und deswegen haben wir auf der Welt immer weniger Bäume und immer mehr Geld, was keine Investition mehr findet, keine Investitionsmöglichkeiten mehr hat. Sie wissen, dass ständig jeden Tag riesige Summen von Geldern, wir haben inzwischen 20 bis 30 bis 40 Mal so viel Geld in der Welt, wie wir brauchen, um den Austausch zu bewerkstelligen. Und Hazel Henderson nennt das Acid Money, also das englische Wort für sauren Regen ist Acid Rain. Und sie vergleicht also dieses Geld mit dem sauren Regen, das nennt sie also saures Geld, was immerzu um die Welt von Tokio nach London, nach Paris, nach Frankfurt geswiftet wird über diese Computer und mit Währungsspekulationen und ja, Geldspekulationen im weitesten Sinne, also die riesigsten Profite erzielt. Und diese Profite müssen ja im Grunde aber auch noch von Menschen irgendwo mit Wirtschaftsgütern, zu realen Gewinnen gemacht werden. Denn wenn dahinter, hinter dem Geld kein Wert mehr steht, ist ja das Geld auch nichts mehr wert. Das heißt, dann kann im Grunde genommen über kurz oder lang wirklich nur noch ein Crash helfen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und ich habe bei einer Podiumsdiskussion neben Herrn Jochimsen gesessen, der jetzt Vertreter einer der Bankdirektoren der Zentralbank von Nordrhein-Westfalen ist, der Landeszentralbank, und da sagte er unvorsichtigerweise, sie würden jetzt Maßnahmen ergreifen, das Auseinanderdriften von Sachvermögen, die ja natürlich dieser natürlichen Wachstumskurve folgen, und Geldvermögen aufzuhalten. Worauf ich ihn dann dreimal fragen musste, was das für Maßnahmen seien. Ich konnte mir die nicht gut vorstellen. Und dann hat er zum Schluss zugeben müssen, dass sie gerade einen Studienauftrag gegeben hatten, wie das aufzuhalten sei. Aber das, wenn ich das noch gerade vielleicht in zwei kurzen Sätzen sagen kann, was das zweite Missverständnis, also erstmal dieses erste Missverständnis ist für mich das Nichtverstehen des exponentiellen Wachstums im Gelde. Das zweite ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie sie Zinsen zahlen. Dass nämlich die meisten meinen immer nur, sie zahlen Zinsen, wenn sie Schulden machen. Und deswegen versuchen alle möglichst ohne Schulden auszukommen, soweit es überhaupt nur geht. Was sie nicht begreifen, ist, dass in jedem Preis, den wir zahlen, ein Zinsanteil enthalten ist. Und dass der sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie viel Kapitalkosten in dem Preis enthalten sind. Also bei der Müllabfuhr sind es 12% Zinskosten im Preis, bei der Trinkwasserversorgung 38% und beim sozialen Wohnungsbau sind es schon 77% in der Miete, was an Zinskosten enthalten ist. Im Durchschnitt sind es 50% Kapitalkosten oder Zinskosten, die wir in allen Preisen haben. Das heißt, wenn wir den Zins abschaffen können und durch einen intelligenteren Umlaufmechanismus ersetzen könnten, könnten wir entweder doppelt so reich sein, jedenfalls die 80%, die heute draufzahlen in dem System, oder wir brauchten die Hälfte zu arbeiten. Und das finde ich doch eine verlockende Aussicht. Das hat mich auch ziemlich beflügelt, dieses Buch zu schreiben. Und der letzte Punkt, der mir noch dann ganz wichtig ist, dass das verstanden wird, und was ich also immer wieder auch in Vorträgen sage, wo es bei den meisten Leuten plötzlich klingelt. Das ist, nun könnte man ja sagen, na gut, wir alle zahlen Zinsen in den Preisen und wir alle kriegen auch ein paar Zinsen über Lebensversicherungen und über Sparkonten und so weiter. Also ist das Ganze ja im Grunde ein ganz ausgeglichenes System. Und jeder kann ja sparen und jeder kann auch Schulden machen, wenn er will, nicht wahr? Und das ist aber leider nicht so, weil wenn man sich das mal anguckt, wer sozusagen in dem System draufzahlt und wer profitiert, dann sieht man, und das ist auch von Helmut Kreutz sehr gut dargestellt und recherchiert worden, die ganzen Recherchen beruhen also auf veröffentlichten Zahlen, Bundesbank, statistischen Jahrbüchern und sowas, dann sieht man,
dass eben, wenn man die deutsche Bevölkerung in 10 gleiche Teile teilt, mit je 2,5 Millionen Haushalten in den 10 Teilen, dass eben 80% mehr Zinsen über diese versteckten Zinsen in den Preisen zahlt. 10%, das ist ausgeglichen, und bei den letzten 10% der Bevölkerung, bei den letzten 2,5 Millionen Haushalten, kommt alles das, was die ersten 80% mehr zahlen, als Zinsgewinn obendrauf. Das heißt, wir haben in unserem Geldsystem einen versteckten Umverteilungsmechanismus, der praktisch die bestraft, die für ihr Geld arbeiten, und die belohnt, die ihr Geld verleihen können und nicht dafür arbeiten müssen. Und das heißt, die, die ohnehin schon zu viel haben, kriegen immer noch mehr, und die, die ohnehin etwas zu wenig davon haben, meistens kriegen, also müssen ständig noch draufzahlen. Ja, und ganz besonders schlimm sind natürlich die Entwicklungsländer dran, die uns jetzt noch, die, also von den Ärmsten der Armen kriegen wir, ja, 300 Millionen Dollar zahlt uns die dritte Welt jeden Tag an Zinsen. Und einer der Gründe, warum wir hier in unseren hochindustrialisierten Ländern eben letztlich, warum es uns noch einigermaßen gut geht, ist, dass sozusagen das wirkliche Problem verlagert ist in diese Länder und dort die Leute unseretwegen praktisch die Nahrungsmittel verkaufen müssen, um die ganzen Zinsen für Kredite, die sie über die Weltbank und über andere Geldgeber geliehen haben, abzuzahlen und das eben zu erwirtschaften. Und letztendlich, gut, es gibt da sicherlich korrupte Systeme, aber was eben fatal ist, ist dieses gemeinsame Interesse der ganz wenigen superreichen Menschen in den hochindustrialisierten Ländern, diesen korrupten Systemen die Schützenhilfe zu geben, die sie brauchen im wahrsten Sinne des Wortes, um an der Macht zu bleiben, um sozusagen diese Schulden weiter abzubezahlen, damit diese Kredite letztlich nicht irgendwo in den Sand gesetzt wurden. Und diese Art von Interessenverpflichtung, das ist also für meine Begriffe das, ja, eines der schlimmsten Dinge, die wir tolerieren. Und ich meine, wir sind intelligent genug und wir haben eine Schulbildung, die es uns ermöglicht, dieses Problem zu verstehen und es eben auch zu verändern. Können Sie noch was zur Arbeitslosigkeit sagen oder auch zur Inflation, ja, die Reihenfolge ist, oder? Also ich würde erst gerne was zur Inflation sagen. Es meint ja nun immer jeder, ja, wir brauchen diese Zinsen, weil wir letztlich auch die Inflation ausgleichen müssen. Ich glaube, dass wir, wenn wir eine andere Umlaufsicherung uns schaffen könnten, und auf das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz zu sprechen kommen, wie denn die Lösung aussieht, dass wir dann eben absehen könnten von der Inflation, beziehungsweise die Inflation nicht mehr brauchten. Inflation ist ja, wird uns immer so verkündet von unserem Zentralbankpräsidenten, als wenn wie das Gewitter, also wie, als wenn das wie ein Naturereignis über uns kommt, dass wir jetzt wieder so einen solchen Prozentsatz von Inflation haben, niedriger, höher und so weiter. Es wird nie gesagt, dass einfach die Erlaubnis gegeben wurde, mehr Geld zu drucken, weil die einzige Art und Weise, wie wir Inflation erzeugen, ist, dass wir Geld drucken, was eigentlich durch den Wert dessen, was wir an Vermögen haben, nicht abgedeckt ist. Nicht wahr? Also und die Notenpresse wie die Notenpresse angeheizt wird in den Entwicklungsländern, wissen wir, aber dass das in einem etwas geringeren Maße bei uns natürlich genauso passiert. Und das ist den meisten Leuten immer noch ein Schleier. Also dieses Mittelgeld, mit dem alle täglich umgehen, das wird von so vielen Nebeln, die wirklichen Hintergründe werden durch so viele nebulöse Taktiken verdeckt, vor allen Dingen von den Banken,
dass kein Mensch richtig versteht, wie es funktioniert. Also zum Beispiel werden Bäume gezeigt, an denen Äpfel wachsen und das sind dann Dollar oder D-Mark. Dann wird von den Banken suggeriert, dass ihr Geld wächst. Darunter liegt ein Mann im Schlaf. Also sie brauchen sich nur hinzulegen, geben sie uns das Geld und wir lassen es wachsen. Dass das natürlich nur, indem hier einer dieser für die eine Mark, D-Mark Werte erzeugt, die umverteilt werden zu dem, der das Geld investieren kann, das wird keiner so deutlich sagen. Also die meisten Leute wissen immer noch nicht richtig, wie das Geld eigentlich wächst. Nicht wahr? Und genauso wird es also so vernebelt, jetzt ist wieder die Inflationsrate ist so und so hoch. Es wird sich kein Bankpräsident hinstellen und sagen, ich habe die Erlaubnis gegeben, so und so viele Millionen D-Mark neu zu drucken. Dahinter steht leider der Wert nicht in der Volkswirtschaft, deswegen wird die Inflation so und so aussehen im nächsten Jahr. Das kann er sich gar nicht erlauben, obwohl das der Wahrheit sehr viel näher käme. Ja? Und diese Art von Vernebelungstaktik, das zu durchbrechen und endlich zu sagen, wie sieht es denn aus, wie entsteht denn Inflation und was macht diese Inflation mit uns, das finde ich, das sollte schon in der Volksschule den Leuten klar gemacht werden. Also wenn man sich mal anguckt, die Hauptwirtschaftsindikatoren über die letzten 20 bis 30 Jahre, dann kann man sehen, dass im Wesentlichen das Einkommen der Bundesregierung, der Unternehmer und die Nettolöhne und Gehälter etwa um das Vierfache gestiegen sind. Aber die Zinslasten des Bundes und der Länder und Gemeinden, des Bundes in diesem Falle, sind um das 14-fache angestiegen. Es gibt also eine Schere und es gibt Leute, die das ausgerechnet haben, wie lange diese Schere noch weitergehen kann. Im Moment funktioniert das Ganze nur deswegen, weil in absoluten Zahlen das Bruttosozialprodukt, das heißt die Steuern und so weiter, noch wesentlich höher sind als die Zinslasten. Aber das ändert sich dramatisch und hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Es gibt also heute schon Städte und Gemeinden, die praktisch pleite sind. Das heißt, wenn Sie als Privatbürger zu einer Bank kommen und wollen von der Bank einen Kredit haben, die Bank sieht aber auf ihrem Konto, dass sie schon knapp noch ihre Zinsen zahlen können, wird ihnen keine Bank auch nur einen Pfennig Geld noch leihen. Das ist aber genau das, was wir heute mit Städten und Gemeinden machen und auch selbst die Bundesregierung nähert sich diesem Punkt immer mehr. Und es gibt also verschiedene Bücher, die bekanntesten sind von Paul C. Martin und einem, ich vergesse jetzt den Co-Autor dieses Buches, das heißt Die Pleite oder dieses Buch Der Kapitalismus, ein System, was funktioniert oder Immer aufwärts ohne Ende, wo er ganz klar beschreibt, dass es eben nicht immer aufwärts ohne Ende geht und dass der Tag X kommen wird, an dem sozusagen diese Hochbuchungsindustrie, die wir heute haben, einfach vor dem Aus steht. Und er hat ausgerechnet nach einem historischen Modell, also das hat es natürlich immer wieder gegeben, auch in der Vergangenheit, er hat im mittelalterlichen Frankreich, das ist jetzt Paul C. Martin, der übrigens ein Chefredakteur der Bild-Zeitung ist, also durchaus in das Tagesgeschehen eingreifen könnte und die Leute aufklären könnte, aber die Bild-Zeitungsleser lesen natürlich seine Bücher nicht, sonst wüssten sie, was da los ist. Er hat also im mittelalterlichen Frankreich einen Fall gefunden, wo das fiktive Geldsystem den realen Niedergang der Wirtschaft noch um 50 Jahre überlebt hat. Das heißt, es wurde immer weiter gehandelt, obwohl im Grunde genommen das Geld und die Werte, die dahinter standen, nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und er sagte, das wäre ja wirklich fabelhaft, wenn wir noch 50 Jahre dieses fiktive System am Rollen halten könnten, weil, sagte er, dann, wenn das noch 50 Jahre weitergeht, dann bin ich bestimmt tot, wenn das Ende kommt. Und er sagt, das Ende wird fürchterlich. Das Ende wird ganz fürchterlich. Und deswegen denke ich, wir müssen begreifen, was verkehrt ist und wir müssen ein anderes Ende als diese Enden, die wir in der Vergangenheit und in der Geschichte immer wieder gehabt haben, finden dieses Mal. Es müssen genügend Leute verstehen, worum es geht.
Und ich denke, dass wenn 7% nur der Menschen verstehen könnten, worum es wirklich geht, dass man etwas verändern könnte. Gott sei Dank wissen die Soziologen, dass es so eine kritische Masse gibt, die Veränderungen herbeiführen kann. Und letzten Endes sehen wir ja heute auch, dass selbst in den Großindustrieunternehmen unglaubliche Gelder für Umweltschutz ausgegeben, was wir vor 10, 20 Jahren, wo noch jeder gedacht hätte, das gibt es nie, machen die nie. Und das tun sie heute, weil sie wissen, sie müssen ihre sie müssen ja weiter produzieren können und sie müssen ja weiter leben können. Und letzten Endes werden wir mit dieser Geldgeschichte wahrscheinlich eines Tages dasselbe machen müssen. Wenn wir jetzt das Zinssystem ändern würden, dann würde das eine Bodenpreissteigerung zur Folge haben. Nein, nicht unbedingt. Also wenn man, ja, es kommt darauf an, was man jetzt ändert. Wenn man diese Sache, wenn man sagt, man übernimmt das israelische oder jüdische System von ehedem, dass wir alle 7 Jahre die Schulden erlassen. Dann wird nichts mehr ausgeliehen. Weiß ich nicht. Es wird weitergehen. Es würde sicher weitergehen. Vielleicht würden die Zinsen nicht so hoch sein. Vielleicht würden die Menschen nicht so eine Motivation haben, Gelder anzusammeln, weil es über kurz oder lang eine Währungsreform geben würde. Sie meinen alle 7 Jahre eine Währungsreform oder einen Schuldenerlass? Also erstmal kann man natürlich das mit dem Schuldenerlass machen. Wenn es das nicht bringt, muss man wahrscheinlich zu einer Währungsreform greifen. Aber meines Erachtens sollten wir eine vorgezogene Währungsreform machen und mit einer anderen Umlaufsicherung. Und die andere Umlaufsicherung hieße eben, dass wir statt Zinsen zu zahlen für jemanden, der mehr Geld hat, als er eigentlich braucht, damit er es wieder in den Umlauf gibt, dass derjenige eine kleine Gebühr zahlen muss. Die könnte auch 5% im Jahr sein auf das Geld, was er hat und was er nicht aus der Hand gibt. Weil er damit ja letztlich die Wirtschaft behindert und diese Verabredung, die wir haben, eben unwirksam wird, weil das Geld eben nicht weitergeben wird. Das heißt, das Geld steht dann nicht nur unter Annahmezwang, wie heute können Sie in ein Geschäft gehen, das Geschäft muss das Geld annehmen, wenn Sie mit dort D-Mark bezahlen wollen. Unser Geld steht also unter Annahmezwang. Was wir noch dazu machen müssen, dass das Geld sozusagen unter Weitergabezwang auch steht. Dieser Weitergabezwang aber etwas modifiziert. Das heißt, wenn wir unser Geld zum Beispiel auf ein Sparkonto tun, wo die Bank es wieder anderen zur Verfügung stellen kann, langfristig das Geld zur Verfügung stellen, würde es nichts an Wert verlieren. Also würde es keiner Umlaufsicherung, keiner Parkgebühr oder wie man das nennen würde, unterliegen. Und letztlich würde eine ähnliche Abstufung entstehen, wie sie heute ist, dass man, also heute hat man ja auf Bargeld keinen Wertverlust, also auch aber keine Zinsen. Bei Girokonten einen geringen Zinssatz und bei Sparkonten längerfristig einen ziemlich hohen Zinssatz oder relativ hohen Zinssatz. Und wir würden auf Bargeld einen relativ hohe Abgabe, vielleicht das, was heute auf die Sparkonten bezahlt wird, also von etwa 6-8% legen, auf die Girokonten einen geringeren, weil da die Bank immer noch einen Teil dieser Girogelder auch verleihen kann, von vielleicht 3-6% und auf die Sparkonten eben letztlich 0. Das heißt, das Geld würde auf dem Sparkonto, es könnte sich ansammeln, es würde nichts verlieren, es würde aber auch keine Zinsen bringen. Das heißt, das Geld wäre praktisch dann, wenn man die Inflation damit auch ausschließen kann, letzten Endes entsteht die Inflation durch einen Teil des Grundes, ist diese überhöhten Zinslasten der Regierungen, die ja die größten Schuldner sind auf dem Markt. Wenn man also diese Zinslasten damit auch abbauen könnte, braucht auch im Grunde keine Inflation zu bestehen. Das heißt, das Geld würde ein praktisch solider und stabiler Wertspeicher und ein stabiler Wertmaßstab werden. Genau wie das Kilogramm und das Meter, die ändern sich ja auch nicht jeden Tag. Nicht? Die werden ja auch einmal festgelegt und dann sind es eben Wertmaßstäbe oder Maßstäbe, Längenmaßstäbe.
Und was würden Architekten machen, wenn das Meter jeden Tag einen Zentimeter kürzer oder länger würde? Ja? Aber die Ökonomen finden es völlig natürlich, dass das Geld sich ständig im Wert ändert. Das ist absurd. Wie soll denn eine Umlaufsicherung, war das jetzt diese Prozentzahlen? Also ich noch mal mehr zum Grundprinzip, noch mal einen Schritt zurück. Man muss sich das so vorstellen. Wenn man das Geld zum Beispiel vergleicht mit einem Güterwaggon, dann wird man ja auch demjenigen, also der Güterwaggon hilft ja auch, die Güter in einer Wirtschaft zu verteilen und zu tauschen. Und genauso kann man sich das mit dem Geld vorstellen. Man wird ja nun auch niemanden heutzutage eine Belohnung bezahlen, damit er seinen Güterwaggon entlädt, damit der wieder anderen zur Verfügung steht, die ihre Güter jetzt wegbringen und tauschen wollen. Sondern der zahlt eine kleine Standgebühr. Eine kleine tägliche Standgebühr, nur gerade so hoch, dass er nicht unnötig lange diesen Waggon für sich benutzt und nicht entlädt. Aber heute wird er ja bezahlt, weil es umgekehrt. Oder? Nein, derjenige, der diesen Güterwaggon benutzt, zahlt eine Standgebühr. Und das ist alles, was wir mit dem Geld machen müssten, dass diejenigen, die auf ihrem Geld sitzen bleiben, sozusagen, eine kleine Standgebühr bezahlen. Oder eine kleine Nutzungsgebühr oder eine kleine Parkgebühr oder wie man es auch nennen mag. Also dass statt des Zinses, statt der Belohnung, wird eben eine kleine Strafe bezahlt für das Nicht-Weitergeben dieses Geldes. Und diese Strafe kann man umgehen, wenn man das Geld der Bank gibt auf ein Sparkonto, sodass die Bank es wieder weitergeben kann. Wenn nämlich das Geld auf dem Sparkonto liegt, steht sozusagen die Bank unter der Verpflichtung, das Geld weiterzugeben, sonst zahlt sie die Strafgebühr. Und wenn die Bank einmal zu viel Geld hat, wie vielleicht, man stellt also so viel Güterwaggons her, bis alle Nachfragen nach Güterwaggons praktisch befriedigt werden können. Und wenn man mal ein paar zu viel hat, schiebt man die auf ein Abstellgleis. Genau dasselbe passiert mit dem Geld. Man produziert so viel Geld, wie die Wirtschaft braucht, um ihre Tauschvorgänge zu bewältigen. Und wenn dann mal zu viel Geldscheine oder zu viel Geld auf dem Markt ist, wird dieses Geld sozusagen an die Zentralbank, das ist das Abstellgleis, gegeben, damit die Banken, die dezentralen Banken, die müssen ja auch dieser Gebühr unterliegen, damit sie das Geld weitergeben wollen als Kredite. Und die geben so viel weiter, wie sie können. Sie haben genau dieselbe Funktion, die sie heute auch haben. Sie sind zwischen denen, die Geld deponieren wollen, und denen, die Geld leihen wollen. Und sie legen genau dieselben Maßstäbe an wie heute mit Sicherheiten. Dass Leute das auch zurückzahlen können, was sie sich leihen. Deswegen kann man dann auch nicht von einem unbegrenzten Geldwachstum sprechen. Das Einzige, was passiert, ist, dass eben die Leute, die heute profitieren von diesem Zinssystem, was ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist, dass die nicht mehr profitieren. Es wird denen mit der Umstellung des Geldsystems das Geld auch noch nicht weggenommen. Also wie die Gerechtigkeit herzustellen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber von dem Moment an zahlen die normalen Menschen, die für Geld arbeiten, nicht mehr die Hälfte ihres Geldes über die Preise an Zinsen an diese letzten 10%. Das wird einfach gestoppt, zwar nicht von heute auf morgen. Man muss sich das so vorstellen, dass das natürlich graduell runtergeschraubt wird, dieser Zinssatz bis auf null. Und dass das über eine Zeit geht, sodass die Wirtschaft und dass das Ganze Zeit hat, sich anzupassen. Wenn man jetzt keine Zinsen bekommen dürfte, dann legt man sein Geld in Aktien an. Das kann man nach wie vor machen. Die ganze Börse wird sicherlich weiterhin funktionieren. Und da ist es natürlich so, dass die Börse ist ja ein wie in sich geschlossenes System. Also das, was einer verliert, das gewinnt der andere, und da stimmt das, dass man sagt, ja, oder die Werte sind also unglaublich aufgeblasen, und wenn dann plötzlich also ein Börsencrash stattfindet, ändert sich im Grunde genommen, was hat sich in Amerika geändert? Die Werte sind ja nach wie vor da. Nicht, also das, was diese Fabriken und Produktionsstätten wirklich wert sind, der wirklichen Wert, der ist ja nach wie vor da. Ob das auf der Börse
weiß ich, eine Aktie da also 100.000 Dollar wert ist oder nur 5 Dollar, das interessiert doch diese Maschine nicht, die da produziert. Das ist ein völlig in sich geschlossenes System, kann man sagen. Und natürlich kann man da weiterhin spielen. Na, der Geldkreislauf mit dem Zinssystem, der hat mit der Börse gar nichts zu tun. Der Geldkreislauf, also es hat insofern zu tun, als auch diese Börsengeschäfte natürlich mit Geld ablaufen. Aber das ist nochmal eine Sache für sich. Und wenn man sich heute anguckt, wenn man die letzten, also diese friedliche Periode, die wir jetzt gehabt haben seit 1945, jetzt 95, das sind also insgesamt doch immerhin 50 Jahre, wenn man sieht, das Problem sind nicht die Aktien, also das, was da auch an Gewinnen gemacht wurde, sondern das Problem sind tatsächlich, das hat Helmut Reutz sehr deutlich nachgewiesen, sind diese enormen Spargelder, also der Zins, der auf die ganz normalen Investitionen und Spargelder und so weiter bezahlt wurde. Statistisch in die Vergangenheit orientiert. Ja. Aber wenn man jetzt das Geldsystem ändern würde, dann würde sich in der Zukunft, würden die Anleger genauso, sagen wir mal, egoistisch oder pfiffig sein und würden ihr Geld entweder in Bodengeschäften anlegen oder eben in Aktien. Und in Aktien lässt sich ja auch 10% Gewinne machen, eine Dividende. Das soll man nicht durcheinander bringen. Also die Aktien und die Bodengeschäfte, die haben zwar auch was miteinander zu tun, aber dass wir eine Bodenreform brauchen, ist genauso richtig, wie dass wir eine Geldreform brauchen. Denn in dem Moment, wo der Zinssatz auf Geld zurückgeht, das hat man also auch vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen, also unter 2,5%, investiert man nicht mehr bei einer Bank. Unter 2,5% geht das gesamte Geld in den Kauf von Grundstücken und Land. Weil dort genau dieselben letztlich dieselben Arbeitsloseneinkommen zu erzielen sind wie über die Geldspekulation. Oder die, man kann es ja manchmal gar nicht als Spekulation bezeichnen. Wenn man spart, ist das ja keine Spekulation, nicht wahr? Der Gesamtwert der gesamten Grundstücke ist um das 84-fache gestiegen. Und während die Löhne im selben Zeitraum nur um das 11-fache gestiegen sind und die Fläche für Wohnungen um das 2,2-fache. Ja, wenn man sich diese Zahlen vergegenwärtigt, dann kann man sagen, gut, diese Generation hat jetzt davon profitiert, die jetzt diese Wohngrundstücke besitzt. Aber die Kinder dieser Leute, die müssen ja, wenn sie sich eine Wohnung leisten wollen, jetzt diese neuen Preise bezahlen. Also wenn ich kinderreiche Familien sehe, die sich freuen, dass jetzt ihr Haus statt, 50.000 Mark oder das Grundstück jetzt, 5 Millionen wert ist, dann ist das okay für diese Generation. Aber die Kinder, die jetzt wieder rausgehen und sich irgendwo Wohnungen besorgen müssen, die sind plötzlich die, die jetzt draufzahlen müssen. Das heißt, wenn man wenig Kinder hat, ist es gut. Wenn man sehr viele Kinder hat, ist es außerordentlich schlimm, weil die einfach überhaupt nicht mehr die Wohnqualität erreichen können, die Eltern zum Beispiel haben. Und natürlich die Leute, die jetzt also überhaupt nichts erben, im Moment ist ja die große Erbengeneration dran, die sind am allerschwierigsten dran. Denn die müssen jetzt diese neuen Preise bezahlen, ohne irgendetwas in der Hand zu haben, was sie dagegen setzen können. Und letztlich lässt sich diese Frage genauso beantworten wie die Geldfrage, dass es nicht darum geht, also das, was ich vorher als die Lösung des Geldproblems geschildert habe, nämlich eine andere Umlaufsicherung, die das Geld zu einem reinen Tauschmittel macht, statt zu einem Geld, zu einem Speicher mit exponentiell wachsenden Ansprüchen, sondern einfach nur einen Speicher mit gleichbleibenden Ansprüchen noch bietet. Dasselbe wäre natürlich wichtig auch für den Boden herzustellen, dass da also irgendwie eine Gerechtigkeit eintritt, sodass man eigentlich müsste heutzutage der Staat den Boden zurückkaufen und das könnte er also mit einer Geldreform, damit einer Verringerung der Zinslasten des Staates, hätte der Staat wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch wieder einen gewissen finanziellen Spielraum, um langsam aber sicher
den Boden zurückzukaufen und dann sozusagen auf lange Zeit hin gesehen nur noch zu verpachten, also dieses Erbpachtmodell letztendlich, um die Einnahmen, die aus dem Boden herrühren, wieder an alle zurückzuführen. Also es gab im Sozialismus das Modell des des gemeinschaftlichen Eigentums, der gemeinschaftlichen Nutzung und der gemeinschaftlichen Gewinne. Und im Privaten, im Kapitalismus gab es den Privatbesitz, die privaten Nutzung und die privaten Gewinne. Und was man sich vorstellen könnte, wäre ein gemischtes Modell, dass man also die Gewinne kommunalisiert, die Nutzung aber privat hält. Und das kann aber nur passieren, wenn sozusagen der Besitz, die Gemeinschaft oder die Gemeinde den Boden besitzt und verpachten kann. Dann wird also jede Steigerung des Wertes, wenn das zum Beispiel über öffentliche Auktionen passiert, fließt dann zurück an an die Gemeinschaft und kann dann wiederum dazu dienen, weiß ich, die Steuern zu senken oder weiß ich, den Kindern wirkliche Kindergelder zu zahlen, die den Kosten entsprechen, die Kinder verursachen. Das ist, was Gesell vorgeschlagen hat. Das habe ich übrigens nicht erwähnt, dass er derjenige ist, der diese Idee hatte mit dem mit dieser Geldreform, wie auch mit der Bodenreform, und dass die beiden eben ganz eng zusammenhängen. Also dass praktisch im Endeffekt der Bodeneigentümer die Gemeinschaft ist, die Bodennutzung der private Haushalt oder das private Unternehmen und der Pachtertrag über die Gemeinschaft an alle Bürger zurückfließt. Es gibt ein Beispiel in Zürich, wo, weiß ich, in den 20er Jahren, glaube ich, die ganzen Festungsanlagen der Stadt, dieser Streifen, der da noch vorhanden war, dann in der Innenstadt schon verkauft wurden. Und wo man heute ausgerechnet hat, dass wenn die Stadt diesen Streifen öffentlichen Landes behalten hätte und verpachtet hätte, brauchten heute in Zürich überhaupt keine Steuern erhoben zu werden. Könnte die Stadt praktisch mit diesem Einkommen alles, was sie an Ausgaben hat, bestreiten. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, auf das gesamte Land übertragen. Wahrscheinlich brauchten wir überhaupt keine Steuern mehr zu erheben. Und es ist die Indianer, für indianisches Denken ist das unvorstellbar, dass man die Erde aufteilt und verkauft. Sie sagen, die Erde ist unsere Mutter, wie kann man die also zerstückeln und an Einzelne geben? Die gehört uns allen. Natürlich gehört die Erde allen. Also wenn man das mal aus einer anderen Sichtweise ein bisschen beleuchtet, dann wird einem ganz schnell klar, was für eine Absurdität dieses private Bodeneigentum ist. Genauso eine Absurdität wie ein Geldsystem, was mathematisch unmöglich ist. Und daraus resultieren eben tatsächlich ganz massive Probleme. Noch ein letztes Beispiel zu dieser Geldwertsteigerung. Also alleine in den paar Jahren der Wiedervereinigung, das, was in dieser kurzen Zeit, also das ging noch nicht mal bis jetzt, sondern bis letztem Jahr, wenn man die Bodenwertsteigerung in Berlin, wenn der Staat die hätte abschöpfen können, wäre der ganze Umzug der gesamten Regierung von Bonn nach Berlin bezahlt damit. Nicht? Also an solchen Beispielen, wo es dann so um Milliarden, die müssen jetzt wieder aus Steuergeldern bezahlt werden. Ja? Und wer schöpft diese Bodenwertsteigerung ab? Die zufällig die Leute, die nun auf diesen zentralen Grundstücken sitzen, die in Berlin diese riesigen Steigerungen erleben. Es ist absurd und völlig ungerecht. Das hat mit Gerechtigkeit absolut überhaupt nichts zu tun. Und wie lange wir uns das noch gefallen lassen, hängt davon ab, wie bewusst wir mit dem Thema Gerechtigkeit wirklich umgehen. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, warum man denn mit Aktien, Wertpapieren und was ist da so für, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, um an der Arbeit anderer Leute zu profitieren. Partizipieren. Wo doch eigentlich auf dasselbe rauskommt, ob ich jetzt 7% Zinsen bekomme oder 7% Dividende. Ja. Also ich denke erstmal, dass dieses Wabankspiel einer Börse und von börsenähnlichen Einrichtungen, also ob das jetzt mit Briefmarken ist oder mit alten Möbeln, dass man das wahrscheinlich
lassen muss, um diesen Spieltrieb auch der Menschen mit Werten zu befriedigen. Scheinwerten. Ja, gut. Solange es um Scheinwerte geht, also zum Beispiel die Spekulation mit Briefmarken, finde ich es völlig bedeutungslos. Sollen sich doch die Briefmarkenbesitzer also gegenseitig die Briefmarken zu ungeahnten Werten hochsteigern, wen interessiert's? Aber Boden und Geld braucht jeder Mensch, um zu leben. Sie müssen essen, sie müssen arbeiten können, sie müssen wohnen können. Und sie müssen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, sind sie auf Geld angewiesen. Und wenn wir das zulassen, dass mit den Grundbedingungen, die für das Leben für jeden wichtig sind und ausschlaggebend sind, dass man damit spekulieren kann, dass also einige wenige ungeheuer profitieren können von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in die wir diese Systeme eingebettet haben, dann wird es kriminell. Dann müssen nämlich die große Masse muss dann für die Gewinne dieser wenigen Spekulanten mitbezahlen. Und im Moment, muss man ja sagen, sind diese Spekulationen völlig rechtens. Und solange wir das nicht begreifen, dass wir dieses Recht ändern müssen, wird sich nichts ändern. Also da können wir immer wieder, wenn die SPD an die Regierung kommt, solange sie an diesen grundsätzlichen Sachen nichts verändert, kann sie da noch ein bisschen mehr abschöpfen und die noch ein bisschen mehr zur Kasse beten und so weiter. Es wird immer nur ein Kurieren an den Symptomen sein und es wird nie in irgendeiner Art und Weise grundsätzlich wirklich auf Dauer irgendetwas ändern. Und die Situation wird immer kritischer. Es müssen immer mehr Menschen zu den Sozialämtern gehen. Die wissen zum Teil überhaupt nicht, wie das zustande kommt, dass immer größere, immer breitere Schichten der Bevölkerung plötzlich also Mietzuschüsse brauchen und Kindergeld beantragen und dies und das und jenes. Und man steht immer wieder vor einem Rätsel, sind wir so faul oder was ist es überhaupt? Und es wird einfach nicht an diesen grundsätzlichen Rahmenbedingungen irgendwie gedreht. Und natürlich dieser unökologische Wachstumszwang im Geld bewirkt, dass die jetzt diese riesen Gelder haben, das sind ja, also die von dem System profitieren im Moment, sind in allererster Linie die großen multinationalen Konzerne und die großen nationalen Versicherungsgesellschaften und die Schwarzgeldkonten in Luxemburg und in der Schweiz und auf den Bahamas. Das sind die wirklichen Nutznießer dieses Systems. Und solange die immer noch gerade hier und da noch mal was nachschießen, also da noch mal, ein paar Arbeitsplätze schaffen und sowas, mag das ja noch alles angehen. Aber wenn der Staat eines Tages nicht mehr in der Lage ist, diese sozialen Härten, die jetzt zunehmend auftauchen, in irgendeiner Weise abzupuffern, kann es eigentlich nur über eine Revolution laufen. Und eigentlich können wir uns eine Revolution nicht mehr leisten. Es müsste demnächst mal zu einem wirklich evolutionären Schritt kommen in der Menschheit, dass man begreift, worum es geht und dass man die Fehler an der Wurzel verändert, behebt. Ja, wenn wir jetzt an diesen äußeren technischen oder rechtlichen Mitteln was ändern würden, könnte man nicht da gleichzeitig den Zins neutralisieren und auch die Dividende, also weil ich denke jetzt nicht an die Börse, ich denke, die Börse ist nochmal eine Sache für sich, die würde ich so als dieses, ist dieser Spekulationsmarkt ja, für Quartiere. Aber nur dieses Hin- und Herschachern jetzt, da ja. Ist natürlich eine reine Scheinwertbildung. Ja, genau. Aber wenn es gibt Sie ja aber auch jetzt, solide Aktienanleger, die behalten 30 Jahre ihre Aktien und kriegen halt 30 Jahre 7% Zinsen. Ja. Was ich glaube, ist, dass da auch ganz wichtige Vorschläge schon existieren, wie diese Art von Gewinnen auch sozialisiert werden können. Also wie ein Unternehmen, was meinetwegen jetzt von einer Generation in die nächste übergeht, wenn man das natürlich heute mal so sieht,
Ich sehe da an vielen Stellen mittelständige Betriebe heute, die Erbschaftssteuern sind dermaßen hoch, nicht? Also die müssen ja zum Teil 50% Erbschaftssteuer zahlen. Diese Betriebe müssen praktisch von den Erben verkauft werden, um die Steuern zu zahlen. Dann haben die zwar immer noch ein gutes Auskommen meistens, aber was das heißt, ist, dass über diese Erbschaftssteuern der Zwang besteht, dass also diese ganze mittelständische Industrie praktisch von den Großen aufgekauft wird. Weil das kann sich sonst gar keiner leisten, so einen mittelständischen Betrieb aufzukaufen und diese Millionen auf den Tisch zu blättern, außer großen Industrieunternehmen. Und dieser Zwang zu immer größeren Unternehmen, der läuft ja schon fast auf das hinauf, was wir früher in den Ostblockstaaten hatten, dass wir fast, also an allen Stellen jetzt mit Monopolen fast zu tun haben. Ob das, ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, jetzt noch 8 große Unternehmen der Lebensmittelbranche weltweit. Es gibt, glaube ich, noch 8 oder 9 Saatguthersteller. Und da sehe ich ein Riesenproblem in natürlich Preisabsprachen und dass die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann den Weltmarkt also unter sich aufgeteilt haben und das gerade so managen werden, dass der Rest der Menschheit so als Sklaven arbeitet für diese paar großen Unternehmen. Und wozu das aber auch führt, ist, dass man sich jetzt fragen muss, wie kann man eigentlich mit dieser Entwicklung umgehen? Und das ist meines Erachtens eine ganz schwierige politische Frage, wenn man nicht wieder in die totale Planwirtschaft hineinrutschen will. Wie kann man auf der einen Seite sozusagen den freien Markt, der ja nach wie vor das beste Mittel ist, um Angebot und Nachfrage irgendwie in ein Verhältnis zu bringen, davon bin ich völlig überzeugt, wie kann man den mit einem gerechteren, also für die Menschen, die diese Produkte erzeugen und die sie herstellen und verkaufen müssen, in eine gerechtere Ordnung bzw. Gewinn-Arbeitsverhältnis einspannen. Und meines Erachtens bringt uns das wieder zu der Frage zurück, wie kann man den Unterschied zwischen Arm und Reich weniger krass machen, weltweit und innernational und also hier in Deutschland erstmal, aber auch wenn wir hier ein Modell finden würden, was sich vielleicht auch weltweit anwenden ließe. Es gibt in Holland bestimmte Versuche, das über die Soziokratie ist so ein Versuch, also über bestimmte Beteiligungsmodelle zu lösen. Da ist aber auch wieder der eine, der in einem hochprofitablen Unternehmen arbeitet und ist beteiligt, ist natürlich gut dran. Ein anderer, der in einem Unternehmen, was meinetwegen plötzlich durch eine Konkurrenz im Entwicklungsland hier in Deutschland den Bach runtergeht, wie zum Beispiel die ganze Textilindustrie, der soll dann plötzlich die Verluste mittragen. Es geht ja auch nicht. Also wie kann man das jetzt auch wieder abfedern? Wie kann man vielleicht ein Minimumeinkommen schaffen, sodass alle wirklich das machen können, was sie wirklich möchten, was meines Erachtens ein riesiges Maß an Kreativität freisetzen würde? Und was wir sicher schaffen könnten, wenn wir endlich Maschinen besteuern würden und nicht Einkommen besteuern würden? Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen und wir werden sicher hier nicht alle lösen können, aber da in der Ecke ist mit Sicherheit noch einiges an Arbeit nötig. Ich habe mich halt auf das Geld und auch ein bisschen mit dem Boden auseinandergesetzt, aber mit dieser Fragestellung habe ich mich nicht so auseinandergesetzt wie andere Leute, die das wesentlich besser wissen und können. Zum Beispiel Sean Turnbull in Australien hat dafür ganz fantastische Modelle entwickelt für diese Sozialisierung der Unternehmen nach der Gründer-Väter-Generation, sagen wir mal so. Was ich für einen spannenden Beitrag halte auch. Also was mir noch wichtig erscheint, außer der Geldreform und der Bodenreform, wäre eine Steuerreform, die erstens mal bewirkt, dass die ökologische Wahrheit in den Produkten sich ausdrückt. Dass wir also nicht weiterhin die Luft und das Wasser und den Boden als freie Müllkippen benutzen, sondern dass, wenn die belastet werden, dass sich diese Belastung in Geld ausdrückt,
für die Wiederherstellung, die dann auch die, die diese Produkte konsumieren, bezahlen müssen. Das wirklich ernst genommen würde auf der Stelle bedeuten, dass wir pro Auto 42.000 Mark im Jahr bezahlen müssten. Das hieß also, da könnten sich kaum noch Leute ein Auto leisten. Wenn man das anguckt, was die Straßen, die Parkplätze, die Kranken, die verseuchten Böden, die kranken Wälder, also alles, was praktisch dieses Auto bewirkt, wenn das alles von dem Verursacher wirklich bezahlt werden müsste. Aber dazu müssen wir kommen, und ich sage auch nicht, dass wir sofort, das muss nicht von heute auf morgen, es muss nur in absehbarer Zeit passieren, sonst haben unsere Kinder keine Welt mehr, auf der es sich lohnt zu leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wenn wir statt Einkommen zu besteuern, Produkte besteuern würden. Dann würden praktisch die Kosten, die heute würde die Einkommensteuer, wenn man es mal so ganz einfach sehen würde, die Einkommensteuer würde entfallen, also Leute würden mehr Geld zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite würden die Produkte teurer werden. Was aber bedeuten würde, ist, dass wenn Produkte teurer werden und Einkommen höher sind, dann und Arbeit nicht mehr besteuert wird, also die, was ja heute die Arbeit so teuer macht, sind ja diese ganzen Sozialabgaben. Wenn man die auch noch mit auf die Produkte legen würde, dann könnte man sagen, wird Arbeit billiger, und dann würde es sich wieder lohnen, auch Dinge zu reparieren. Das heißt, man würde sich dann fragen, will ich wirklich ein neues Fahrrad haben oder will ich das alte mit relativ billiger Arbeit reparieren lassen, statt ein teures neues Fahrrad zu kaufen. Also man müsste die Steuern so verteilen, dass nicht die Arbeit teuer ist, wie das heute der Fall ist, um ein System zu reparieren, sondern dass das neue Produkt teurer wird. Und dass das im Endeffekt dazu führt, dass jeder zuerst mal versucht, ein Produkt zu kaufen, was möglichst lange hält, und wenn es repariert werden muss, auch reparierfähig ist. Also heute lohnt es sich doch überhaupt nicht mehr, also ein Fahrrad zu reparieren, ein Radio zu reparieren, ein Fernseher zu reparieren, einen Kühlschrank. Es wird doch alles nur noch weggeworfen. Es ist doch ein Aberwitz, was wir da betreiben. Es ist ein völliger Schwachsinn. Das heißt, wir müssen steuerlich irgendwie in eine Richtung arbeiten, dass wir endlich wieder zu ökologischem Verhalten nicht gezwungen werden, und dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, sich ökologisch zu verhalten. Sonst können wir es vergessen.